Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Es ist geschafft. Der neue Koalitionsvertrag steht. Bayern wird weitere 5 Jahre von einer bürgerlich getragenen Koalition regiert. Das Dokument, das ich am Donnerstag gemeinsam mit Hubert Aiwanger im Landtag unterzeichnen durfte, ist das Ergebnis sehr anstrengender Arbeitswochen. Es besiegelt die Zusammenarbeit beider Fraktionen im Rahmen unserer bewährten und äußerst krisenerprobten Schwarz-Orangen-Bayern-Koalition. Ich versichere euch schon heute, dass wir auch in der 19. Wahlperiode euren politischen Willen abbilden werden. Denn ihr habt bei der Landtagswahl mehr als deutlich gemacht, dass ihr euch weiterhin ein bürgerliches Bündnis und eine pragmatische Politik wünscht, ohne ideologische Scheuklappen. Ich danke Hubert Aiwanger und dem gesamten Verhandlungsteam für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und herausragende Einsatzbereitschaft. In diesen Dank schließe ich ausdrücklich auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, die den Text des neuen Koalitionsvertrages geschrieben haben, teils bis tief in die Nacht hinein. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit diesem Koalitionsvertrag nicht nur eine stabile Basis für unseren schönen Freistaat geschaffen, sondern auch wichtige Weichen für die Zukunft gestellt haben. Und ich bin mir sicher, dass es auf dieser Grundlage weiterhin gelingen wird, Politik zu machen, die bei unseren Bürgern auf breite Akzeptanz stößt. Bei unseren jüngsten Fraktionssitzungen haben wir übrigens auch noch einmal gewählt. Gratulieren möchte ich unseren neuen parlamentarischen Geschäftsführer Felix Locke sowie den 4 stellvertretenden Vorsitzenden Wolfgang Haubert, Nikolaus Kraus, Bernhard Pohl und Jutta Wittmann. Ich wünsche euch und uns allen viel Erfolg. Kommenden Montag gehen wir bereits weiter. Dann tritt der Landtag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Wir Freien Wähler freuen uns darauf und danken für euer überwältigendes Votum, das uns im Maximilianeum zur zweitstärksten Fraktion gemacht hat. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.